leicht es geht. Das heißt, dann nutzt man gerne auch aus dem Vorjahr die Höhle. Hat man die Möglichkeit, einen Fuchs oder einen Dachs rauszuwerfen, macht man auch das. Der hat dann schon vorgearbeitet, dann ist das Ganze nicht mehr so anstrengend. Man braucht nur noch Nachmessern. Kommen die Welpen aus der Höhle raus, dann sind sie tatsächlich das erste Mal im Hellen. In so einer Wurfhöhle ist es halt schön dunkel. Und dann lernen sie auch gleich, sie sind nicht die einzigen Tiere in der Familie. Denn sie lernen dann erst den richtigen, also den Vater richtig kennen und auch die älteren Geschwister, wenn es die schon gibt. Bis zu dem Zeitpunkt lässt die Mutter kein anderes Familienmitglied richtig dicht an die Welpen ran.